Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum dritten Video aus der Reihe 12 Volt Solaranlage 2024. Und heute möchte ich kurz was über Stecker, über die Panels und über den Spannungswandler sagen, den ich für dieses Projekt ausgewählt habe. Hintergrund ist, dass wir ein 12 Volt System bauen, basierend auf einem ziemlich fetten Laderegler und dieser Sanfu Batterie. Das ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, wo ich auch andere Marken, ich nehme aber die, weil es die unbekannteste ist, weil sonst wieder heißt, es geht da nur um Werbung und dies und jenes. Und heute möchte ich mal über den Spannungswandler sprechen und über einen Fall, der da eintreten könnte. Habe ich erst das noch gar nicht ausprobiert, können wir auch mal ausprobieren. Spannungswandler. Gibt es Videos bei mir auf dem Kanal, die sind ein bisschen älter, die sind ja allgemeingültig, die werden auch in 20 Jahren noch gültig sein, zu Spannungswandlern mit reiner Sinuswelle, wobei das eigentlich der falsche Begriff ist, da müsste eigentlich sinusähnliche Spannungswelle heißen. Einen richtigen Sinus kriegst du nur hin, wenn du einen drehenden Motor hast oder Generator. Und modifizierten Sinus, das ist so ganz abgehackter. Ja? Und je sinusähnlicher das Ding ist, wie gesagt, diese schöne Kurve kriegen wir nicht hin, weil wir eben nichts haben, was sich dreht in diesen Teilen. Aber je schöner das ist, desto besser kommen die meisten Geräte damit klar. Und ich habe ja noch dieses alte Teil hier. Das ist ein, ich glaube, das war ein 300 Watt Spannungswandler, genau. Also im Prinzip ist das so. Hinten an die Batterie anschließen, klick, klick. Einschalten und dann kann man an USB oder hier dran irgendwas aufladen. Nachteil, das Teil geht gefühlt an, wenn man hier 10 Watt entnimmt, weil es halt einfach billiges Alu-Gehäuse ist. Jetzt gibt es aber noch ein Problem und zwar bestimmte von diesen billigen Spannungswandlern und theoretisch oder praktisch sogar einige Marken können nicht mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Das heißt, ich bin jetzt in dem glücklichen Fall, dass ich über die vielen Jahre haufenweise so ein Zeug gesammelt habe. Kann das halt ausprobieren, wenn ihr euch so einen günstigen Schnickschnack kauft. Kann halt sein, dass das dann auch mal nicht funktioniert. Den hier habe ich übrigens für 15 Euro mal im Sonderpreisbaumarkt geschossen. Das heißt geschossen, so wirklich viel mehr ist er wahrscheinlich auch gar nicht wert. Was haben wir sonst? Naja, wer den Channel ein bisschen kennt, der weiß, ich habe noch einen 1000 Watt Spannungswandler von Solartronics und jetzt aufpassen, also das 1000 Watt ist natürlich, wenn man ganz wenig Strom entnimmt, also sagen wir mal, ihr habt irgendeinen Verbraucher, der braucht nur 100 Watt, ihr braucht nie mehr als 100 Watt, dann ist der, geht natürlich mit 100 Watt nicht ganz so effizient um wie der, weil der natürlich genau für diesen Bereich ausgelegt ist, aber der kann Lithium-Eisenphosphat. Das Problem ist, nicht jeder von Solartronics kann das. Das ist aber auch die einzige Herstellerfirma in Deutschland, also eigentlich die einzige, aber die sind tatsächlich eine deutsche Firma aus Leipzig. Das sind die einzigen, die ich kenne, da kannst du dein Gerät auch hinschicken, dann gucken die sich das an, warum das nicht geht und dann reparieren die das. Und du hast am Support jemanden, der redet Deutsch. Also du schickst das nicht nach China oder du schickst das nicht an mit einer indischen Hotline, das ist jetzt wieder so ein Ding, weil ich aus der IT bin, habe ich das tatsächlich ab und zu, sondern du redest da mit jemandem auf Deutsch und ich habe von denen mal Sonntag meine E-Mail zurückbekommen. Müssen die nicht machen, aber eigentlich finde ich es cool, dass sich da einer hingesetzt hat, hat sich gedacht, ey, bevor es mich am Montag erschlägt, beantworte ich jetzt einfach mal die E-Mail. Und dann kann man das Ding hinschicken, denn die sind nämlich nicht alle für Lithium-Eisenphosphat geeignet und dann bauen die da irgendein Teil ein und dann geht's. Der hier geht, das weiß ich, also ihr könnt auch einfach Glück haben und so, ja, aber ich sag mal, kauf dir lieber einen Hersteller, wo du weißt, zu dem nimmst du Kontakt auf und dann geht's hinterher, anstatt, ja, ich habe da irgendeinen, der ist ganz, und dann habe ich da 200 Euro mehr bezahlt, dann geht's wahrscheinlich auch, aber weiß ich nicht, der ist auf jeden Fall cool und der hat halt auch eine LED-Anzeige und der hat halt eine Remote-Steuerung, also sprich, das sieht aus wie so eine kleine VW, wenn du das Auto aufmachst, klick, klick. Geht aus Thailand. Super. Gibt es auch ein Video. Bin sogar auf der Solartronics Homepage damit verlinkt. Bin immer noch ein bisschen stolz drauf. Aber geht auch diese Krücke hier? Ich glaube, am Ende des Videos probiere ich das noch aus. Ich will jetzt ganz kurz noch mal was zu den Kabeln und zu den Panels sagen.
Grundsätzlich empfehle ich immer, Kabel auf Vorrat zu haben, wenn ihr so ein Hobby macht. Wenn ihr das nur ein einziges Mal irgendwo plant oder verbaut, dann ist es auch okay. Dann kauft euch die Kabel passend und dann ist es gut. Aber wenn ihr so einer seid, der immer mal umbaut und der da einfach nur Freude dran entwickelt, dann braucht ihr immer wieder Kabel. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch die Kabel einfach bestellen und die Stecker separat. Und das ist die größte Gaudi. Das Kabel zum Beispiel, das kam an der einen Seite nur mit, ich glaube, es war der Stecker hier und da war nichts. Ja, genau, hier ist falsch zusammengeschraubt, hier ist nicht ganz zusammengeschraubt. Dann ist das meins. Und dann mache ich mir die Kabel gerade. Dann mache ich mir die Kabel, wie ich die brauche. Das ist super. Ja, und mit 4 bis 6 Quadrat kommt man auf der Panelseite relativ gut zusammen, wenn man sich schön Strings baut. Also mehrere Panels hintereinander, dann ist das alles okay. Und ihr braucht auf jeden Fall so Kleinkram, so Schnickschnack braucht man immer. Zu den Panels. Ich hatte mir gebrauchte Panels gekauft. Das war ein interessantes Video, weil manche Leute mir dann erklären wollten, was ich denn für ein Honk bin, weil neue Panels sind doch um so viel billiger. Dann habe ich gesagt, naja, habe ich sogar ein eigenes Video gemacht, dass zu billige Panels, die im Moment von China in den Markt geflutet werden, nicht unbedingt zu hundertprozentig glücklich sind für Deutschland. War auch wieder ein sehr kontroverses Video. Jetzt haben die Amerikaner die Strafzölle auf Solarpanels von 25 auf 50% erhöht, für Elektroautos von 25 auf 100%. Wissen die Amerikaner irgendwas, was wir nicht wissen? Oh, ich krieg günstige Panels. Ja, aber was ist denn in 5 bis 10 Jahren? Sei es drum, schieben wir das Thema ein bisschen weg. Ich habe gebrauchte Panels gekauft, 240 Watt Panels und ich habe 220 Watt auch rausgemessen, die ich da kriege. Waren 3 Stück. Wären genau für unser Projekt eigentlich genau die 600 und fast 700 Watt. 720, genau. Aber ein Panel habe ich leider schon abgegeben. Oder was heißt leider? Ein Balkonkraftwerk war ausgefallen durch einen schweren Sturm und das waren diese semi-flexiblen Solarpanels. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen weg davon gekommen, von diesen semi-flexiblen und habe eben eines von diesen gebraucht gekauften Panels dann abgegeben. Tut mir das weh? Nein, heißt aber für uns in diesem Projekt, dass es mit maximal 480 Watt erstmal dahin geht. Aber eine 12-Volt-Anlage, das ist dann sowieso schon sportlich. Ja, ich überlege auch, ob ich demjenigen noch ein paar Panels mehr abkaufe, dann fahre ich da nochmal hin. Aber das ist jetzt im Moment so der Stand der Dinge. Ja, einfach nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, warum es eventuell nicht gleich mit den vollen Leistungen dieser 12-Volt-Anlage hergeht. Und jetzt würde ich das tatsächlich noch ausprobieren. Also wer jetzt gerne noch dran ist, das ist eigentlich jetzt das Ende vom Video. Wer jetzt das gerne noch sehen möchte, wie ich das jetzt ausprobiere, weil es mich jetzt tatsächlich ein bisschen fuchst, da bleibt einfach noch mal dran, weil die Kamera wandert jetzt nach oben und dann testen wir das aus. Also die noch Bock haben. Bis gleich. Bei mir sieht es wieder aus. Aber einige von euch haben mir geschrieben, dass das den ganzen Channel ein bisschen glaubwürdiger macht. Deswegen räume mich jetzt teilweise nicht mehr auf. Ich tue zum Beispiel jetzt im Moment hier die H0-Eisenbahn wieder ein bisschen pflegen. Meinem Sohn. Er hat da die größte Freude. Hier nochmal die Kabel, die für das Projekt genutzt werden sollen. Da hinten die Laderegler, alles voll mit Zeug hier. Aber ist halt so. Schön an der Sanfu ist halt eben hier mit der Anzeige. Hält auch gut. 13,1 Volt hält gut. Kann bis jetzt nicht meckern, aber ich habe den noch auch keinem Langzeittest unterzogen, würde ich dann eben mit diesem Projekt dann auch machen wollen. Gut, also stecken wir das Ding mal hier ran. Da bin ich jetzt echt gespannt, was das hier dran macht. Ah, jetzt kann ich das auch mal dahin drehen. Perfekt. Gut. Okay. Das ist ein interessantes Geräusch. Wartet mal. Ich halte mal mein Mikrofon daran.
das ist nur der Lüfter. Okay. Nun gut. Dann reiche mir einen 240 Watt Verbraucher. 230 Volt. Ein 230 Volt Verbraucher muss her. So. Zack. Das ist halt der Nachteil von dem Teil. Das Ding ist so leistungsschwach, dass das faktisch immer anfängt zu pusten. Aber es geht. Ich muss das irgendwo hier hinlegen. Also ihr seht jetzt hier 12,7. Wenn ich ausmache, geht es sofort wieder hoch. 13,1 und dann 13. Immer schön die Kontakte festschrauben. Wichtig. Nachdem das jetzt ziemlich gut funktioniert, haben wir doch gleich mal die Kochplatte ran, oder? Also sobald man das hier absteckt, geht es auch. Aber wie gesagt, dieser kleine Spannungswandler, der geht halt im Prinzip immer an. So, jetzt muss ich aufpassen. Also ich stelle jetzt die Kochplatte mal auf 0. Hoffe, kann man das noch sehen. Ja. So. Das ist, glaube ich, so 180 Watt oder irgend sowas. Ich glaube auf Stufe 1 oder weniger. Oh, der Lüfter bläst los. Na, jetzt sieht man hier 12,6. Ich habe jetzt leider kein... Habe ich mein Entspannungsmassgerät? Habe ich das noch in der Arbeit? Kann sein. Gut, machen wir auf Stufe 3. Also 1,5. Ja, funktioniert aber auch recht gut. Super, ja, dann haben wir gar keine Probleme mit dem Teil. Also man kann offensichtlich auch Glück haben. Ja. Wird warm. Damit ihr mir das glaubt, machen wir gleich nochmal einen schönen Wärmetest. Hinten die Wand hat 22 Grad. Und die Heizplatte hat schon 52 Grad. Natürlich kann ich jetzt das mit dem nicht beliebig hoch, und diese Kabel hier werden dann auch heiß. Ja? Und speziell hier an diesen Übergängen, das muss man halt auch wissen, ne? Hier ist jetzt richtig Betrieb, also hier an dieser Stelle, da, hier, das ist die, in dem Fall jetzt die beschissenste Stelle. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt hier einen Laderegler, dann ist genau wieder der Weg zur Batterie. Und hier diese Übergänge, das ist einfach die dümmste Stelle. Da muss man halt wirklich aufpassen. Und da ist dann halt an dem Großen einfach auch mehr Kupfer dran. Man könnte ich jetzt hier auch ranschrauben, aber eigentlich hat das mit diesen Kabelend-Dingern hat immer relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ah, ihr seht, das heizt weiter auf. Das passt also soweit. Oh, wie das Ding wieder aussieht. Ich glaube, der Junior in der Hand gehabt. Das Ding muss sogar schon mit Klebeband umwickelt werden, weil es der Junior so oft hat runterfallen lassen, dass es nicht mehr richtig zugeht. Aber, sei es drum, das Ding wird nicht... Doch, hier wird es warm. Mal, warum wird das Ding da so warm? Das Teil hat schon 33 Grad. Ja, also das hat Stress. Die Heizplatte hat 93 Grad, aber sie soll ja auch heiß werden. Das passt ja soweit. Und die Batterie hat jetzt 12,1 Volt. Nicht von den 62% hier schrecken lassen, sondern das ist nämlich basierend auf der Voltanzeige, und wir entnehmen ja gerade. Wenn ich das jetzt ausschalte, passt mal auf. 12,8, 87%.
Was? Wie geht denn das? Naja, indem das eben nicht die Anzeige ist, wie voll das Teil ist, sondern da kalkuliert das anhand der Spannung und sobald ich die Batterie in Ruhe lasse, geht das wieder hoch und peng, haut schon hin. Ja, wunderbar. Hätte ich gar nicht. Nee. Aber so warm, wie das schon ist, glaube ich dann. Ach nee, ich vertraue dem nicht. Komm, das ist doch. Das gibt doch Ärger am Ende. Und jetzt haben wir hier wieder 91%. Nee, nee, ich nehme es trotzdem nicht. Ja, habt ihr das gesehen? Jetzt ist das hier runtergeschnellt auf 65%. Hat aber einfach was damit zu tun, dass er das anhand der Voltzahl kalkuliert. Und die Voltzahl sinkt eben ab, wenn wir eine große Entnahme machen. Die ist mittlerweile schon richtig schön warm. Kaffee werden wir damit mit Sicherheit nicht kochen können. Es sei denn, wir geben dem halt viel Zeit, ne, auf 1,5. Aber immerhin sind 106 Grad. Also es geht ein bisschen was. Ja? Gut, aber ihr merkt schon, ne, also wenn ich jetzt hier 3 sind, dann halt das eine 1000 Watt Platte. Bei 3 hat er, glaube ich, dann irgend sowas um die Dreh rum und dann passt das einigermaßen. Und mit 1,5 sind wir halt gerade mal bei der Hälfte, gell? Ja, es ist sogar noch eine 220 Volt 1000 Watt Platte. Aber ey, zum Camping ist es doch cool, wenn man nur eine Herdplatte braucht. Finde ich, ist das doch optimal, spart Platz. Haben wir das auch ausprobiert. Also dieser Spannungswandler funktioniert mit LiFePO-Batterien. Wunderbärchen, gefällt mir gut. Wäre also sozusagen eine Notfalloption. Wir haben ja noch genügend 12-Volt-Batterien. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.